Mittlerweile ein gewohntes Bild im beschaulichen Nienburg an der Saale. Auto reiht sich an Auto. Die Bahnschranke bleibt minutenlang geschlossen, obwohl kein einziger Zug fährt. Die Geduld der Verkehrsteilnehmer wird auf die Probe gestellt. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Sehen Sie ja, wie lange das Magnetverbindung stehen und kein Zug in Sicht. Ich weiß nicht, warum das hier so lange dauert. Seit Februar geht das so, 14 Mal am Tag. Erst nach einer Viertelstunde öffnen sich die Bahnschranken. Ein Verkehrsdilemma, das überraschend kam. Sogar für Bürgermeisterin Susanne Falke. Es wäre schon schön, wenn man im Vorfeld über gewisse Dinge informiert wird. Es hängen ja auch Sachen dran, wie zum Beispiel Feuerwehren, die in unserer Trägerschaft stehen. Da gibt es Alarm- und Rettungspläne, die dann umgestellt werden müssen, weil wir ganz einfach die Rettungswege nicht mehr gewährleisten können in diesem Zusammenhang. Auch der Leiter der Verkehrsplanung, Bill Blank, ist sauer über die späte Information der Bahn. Schulkinder müssen pünktlich zum Unterricht. Erst durch seine Busfahrer wurde er auf die Zeitverzögerung aufmerksam. Und darauf aufbauend haben wir dann unseren Fahrplan umgestellt. Eine offizielle Information hatten wir lange nicht. Seit 1. Februar war das Problem latent. Und wir haben dann mit Datum vom 1. März über die Kreisverwaltung, die haben uns ein Schreiben zugestellt, was von der Deutschen Bahn kam. Und da war das Problem beschrieben, aber einen Monat später. Aufgrund einer Richtlinienanpassung für den Eisenbahnbetrieb musste die DB das Schließverfahren des Bahnübergangs umstellen. Der Fahrdienstleiter gibt nun erst nach bestätigter Schrankenschließung des Wärters die Fahrstraße für den Zug frei. Dies führt zu längeren Schließzeiten je nach Richtung von 11 bzw. 14 Minuten. Dieses Verfahren ist eine Übergangslösung. Die Deutsche Bahn ist bestrebt, die Schließzeiten zu verkürzen und arbeitet an einer neuen Anlage. Diese wird allerdings frühestens 2025 in Betrieb gehen. Viel Geduld ist also gefragt. Gut, dass manche die Wartezeit gelassen nehmen. Wenn die Schranken unten sind, dann bin ich mich. Nutze ich die Zeit zum Sonnen. Dafür bleibt also viel Zeit. Mindestens 2 Jahre.